Ja, das ist ein ganz schönes Grundstück. Es ist trotzdem ein bisschen... Oh. Na, wo ist denn da? Das sollte hier wohl nicht so sein, aber egal. Hallo? Irgendwann werden wir klarer sehen. So, das ist wieder ein Baum. Warum ist da schon wieder das Kreuzchen aktiv? Ich bin auch gerade eben erst aufgestanden. So, der steht hier aber auch ein bisschen sehr eigen. Was aber egal ist, der... Oder? Ist er jetzt gefallen? Na ja, gut. Na, wo ist denn das Ding? Ja, mit jedem Gebüsch wird es übersichtlicher. Immer noch das Gebiet. Ach, meine Katze will raus, ist zu blöd dafür. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich bin sofort wieder da. So, weiter geht's. Na, jetzt ist es doch recht übersichtlich schon. Na? Warte mal, das müsste... Aha. Man muss immer den Stamm finden. Ich kenne zwar meinen Stammbaum, aber nicht meinen Baumstamm. Hahaha. So. Das da dürfte nicht mehr das Grundstück sein. So. Also das hier könnte dann noch so ein Baum für uns sein. Der ist schon gefällt. Ja, mache ich. Erst entfernen. Komm, lass mich. Ja. Ja, toll. Wenn du nicht fällst, habe ich ein Problem. Ah, der fällt. Ja, das Grafik-Update hat wohl ein paar neue Bugs designt. Ich will mal gucken. Das Ding dürfte... Ist das immer noch? Ah ja. Was hier wie ein Geschicklichkeitsspiel aussieht, ist keins. Das ist also wirklich im Prinzip Quatsch. Okay. Okay. Dann gehören die auch noch dazu. Da sind wir schon fast fertig. Ich meine, so für einen Traktor. Geräusche sind geil. Bis auf diesen Hopser beim Kettensägen.
bräuchte diesen eher. Geht so. Und das hier. Da müssen wir. Ja, genau. Manchmal dagegen springen. Ist da jemand? Ne, da ist niemand. So, der noch. Das wird toll. Letzter Baum. Kiefer. Na? Wie willst du fallen? Nicht. Jetzt fällt er. So, wo sind jetzt die letzten Büsche? Hier sind noch zwei. Das sind zum Teil recht massive Büsche, muss man sagen. Das da, ist das ein Busch? Jawohl. Wir kommen dem Ende entgegen. Da hinten sind ja noch welche. Das sind doch schon wieder drei, oder? Zack, weg. Aha. Noch zwei Büsche. Jetzt kommt das Suchen, oder? Hm, ja, tatsächlich. Obwohl, wir können ja gerade noch die Äste entfernen. So. Wo sind die Büsche? Das da, die Seite ist nicht uns, oder? Nein, das war ein Fremdbusch. Nicht Feldbusch, Fremdbusch. Ah ja. Vielleicht das da. Das sind die beiden Bücher. Der da. Eins und fertig. Jawohl, ich gehe zu Oliver und sammle meine Belohnung an. Was das heißt, wo ist mein Pickup Truck? Wo ist er? Where's my truck? Ah, vielleicht kann ich ja jetzt auch wieder. Genau. Geht das? Ja, das geht. So. Dann fahren wir schnell zum Laden und sobald wir das richtige Werkzeug haben, ich weiß jetzt nicht, wie ich am besten, oh komm, wir fahren auch wieder hier so. Oh, ein Wildschwein, die Wildschweine. Aber ich glaube, auch hier kann man nicht jagen. Tempomat steht zwar nicht auf der Steuerung, zur Ansicht. Oben links, genau. Ich habe so ein bisschen Links-Rechts-Schwäche. Aber ich habe mir gedacht, dass sie den übernehmen. Warte mal, was war denn das? Ist das? Nee, Quatsch, ich dachte schon. Ein wilder Apfelbaum. So, was wir hier. Ach, du wirst sehr hungrig. Dann essen wir doch was. Warte mal, essen. Was hat uns die Oma denn gekocht? Auflauf mit roten Pilzen. Nein, wir essen eine Bratwurst. Dann bitte. Ah. Das geht nicht.
Aha. Das ist jetzt aber ein bisschen doof. Ich würde gerne essen. Ach, vielleicht geht das im Auto nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, hallo Oliver. Erledigt. Ich habe alles auf Vordermann gebracht und die Bäume sind nicht mehr da. Vielen Dank. Der Traktor gehört jetzt dir. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, wenn wir schon dabei sind, kennst du jemanden, der einen Anhänger abgeben würde? Einen Holzhänger? Es wäre schade, wenn das geschlagene Holz nicht verwendet werden kann. Tatsächlich. Besuch Isaac an der Sprungschanze. Er hatte einen. Vielleicht braucht er ihn nicht mehr. Das werde ich tun. Danke. Bitte. So. Achso, wo ist denn der Traktor? Das ist ja schon wieder so weit weg. Achso, übrigens, dieses Oliver kommt mir bekannt vor und ich habe so gelacht. Das liegt daran, dass Oliver halt eben auch der erste Questgeber bei Farmers Dynasty ist. Deswegen, und der einem auch immer wieder mal begegnet. Tempomat ist super. Tempomat ist schön. Ich möchte nicht mehr ohne Tempomat fahren gehen. Juhu. Wow. Hey. Voll Kolzi was hier. So, jetzt müssen wir natürlich mit dem Traktor, der langsamer ist. Lassen wir den mal hier stehen, aber nicht im Wasser. Ah, da kann ich nicht aussteigen. Wo ist der Traktor? Na, und was für einer ist es? Auch der kommt mir sehr bekannt vor. Rede mit Isaac. Das Geräusch kenne ich. Oh, schöne Nostalgie. Upsa, ja. Sind da Äpfel dran? Ja. Hat der vielleicht Äpfel? Kann man hier Äpfel auch wieder überall klauen? Nein. Kann man, aber er hat keine. Mann, stimmt. So, na toll, dass ich zu ihm gefahren bin. So, lass mal gucken. Nee, wir steigen mal aus. Ob wir jetzt essen können. Ach, Gott sei Dank. Dann war's das. Sehr schön. Achso, ja. M. Nee. Hilf Isaac. Nein, Isaac. Und wo ist der? Zu Hause, ja, yeah, aber hilft Isaac. Wo ist Isaac da? Wow. Dann. Ja gut. Müssen wir da hoch. So. Dann schon ein Stückchen, aber. Oh nein, das T. Naja, gut. Er ist genauso lahm wie der alte war. Das sieht eher nach Sackgasse aus. Oder? Ja. Nö. Ist das ein Fluss oder eine Straße? Das ist eine Straße. Nehmen wir. Was steht da? Welcome to. Wer bleibt?
mit eingehen. Gehen wir. Oder? Das ist eben nicht Farmers Dynasty, sondern Lumberjack Dynasty. Das heißt also, vielleicht werden wir hier Hürden treffen, die wir sonst wohl nicht haben. Boah, Isaac. Also das Farmers Dynasty fing auch so an, dass wir alte, abgenutzte Fahrzeuge, Gerätschaften halt eben bekommen haben, dafür, dass wir Aufträge gemacht haben. Die Sache mit dem Geld kommt im Prinzip erst später. Aber die Bienenstöcke waren mir wichtig und auch von dem nächsten Geld. Und wenn ich erfahren habe, wo man überhaupt verkaufen kann, gibt es also Kühe und so. Und Rezeptbücher sind ganz wichtig, das weiß ich. Die Sachen, die ich von Farmers Dynasty weiß, werde ich natürlich nutzen. Ist das der alte Holzanhänger? Boah, das ist super. Der wäre fantastisch. Das weißt du doch gar nicht. Ah, die politischen Gespräche. Die Leute sagen eine Menge Dinge. Komm, du bleib mal stehen. Hallo, Alice. Davon weiß ich auch nicht. Gott, guck mal, dieser Pulli ist ja wohl der Hammer, oder? Hi. Schön, Hi. Dich zu sehen. Mhm. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt, tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Ich wünschte nur, unser Bürgermeister würde sich so sehr um uns kümmern, wie er sich um sein eigenes gieriges Ich kümmert. Ich feiere das T-Shirt extrem. Das ist super. Tschüss. Bis dann. So. Jetzt gehen wir mal zum Eis. Hallo. Hallo. Kann ich helfen? Ich kam gerade vorbei und habe mich gefragt, ob du diesen Holzanhänger noch brauchst. Willst du ihn kaufen? Wenn du gut zahlst, verkaufe ich vielleicht. Leider nein. Aber ich kann dafür arbeiten. Was meinst du? Gibt es etwas, das erledigt werden muss? Was für ein Zufall. Ich möchte wirklich, dass der Wald dort abgeholzt wird, alle Stämme zerteilt und dort hinter der Scheune abgelagert werden. Dann muss die Scheune selbst repariert werden. Wenn du das schaffst, gehört der Anhänger dir. Okay. Einverstanden. Ich bin dabei. Ja, die Aufgabe sieht sehr ähnlich aus, aber... So. Das Grundstück ist ein bisschen besser aufgeräumt. Hallo Katze. Hört ihr die Katze? Die will jetzt Aufmerksamkeit. Aber meine Aufmerksamkeit ist jetzt leider im Spiel. Und die Katzen kriegen sehr viel Aufmerksamkeit, aber normalerweise schlafe ich um diese Zeit, wenn ich nicht gerade Nachtschicht habe. Also sollte es. Super. Die knorkigen Arschlochbücher sind tatsächlich hier jetzt nicht so vertreten. Wunderschön. Werden wir finden. Stimmt, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ja, das ist kein Spaß. Du weißt, dass er zu dir bist.
bloß nicht daran. Diese künstlichen Gespräche im Hintergrund, die sind auch völlig gut. Die gibt's auch bei Farmers Dynasty. Und wie gesagt, auch wenn das Spiel wesentlich dünner war als das jetzt hier, hat mir es auch immer Spaß gemacht. Ich werde es auch weiter spielen. Ganz klar.